Andrea Axer ist die neue erste stellvertretende Bürgermeisterin von Hückelhofen. Die gelernte Diplom-Ökotrophologin ist verheiratet und hat einen Sohn. In ihrem Wohnort Doveren hat sie sich maßgeblich für den Bau und die Einrichtung des Dorfgemeinschaftshauses eingesetzt. Auch die Errichtung des neuen Feuerwehrgerätehauses hat sie als Stadtverordnete aktiv begleitet. Ebenso wie zum Beispiel die Fahrbahnsanierung auf dem Doverener Markt. Die Pflege und der Erhalt von Naherholungsgebieten sind ihr wichtig. Aber auch optimale Lebensbedingungen für alle Altersgruppen, von Kindern bis Senioren. Kaffee oder Tee? Tee. Morgens oder abends? Morgens und abends. Sekt oder Selters? Oh, Selters. Morgens früher raus oder abends länger wach? Morgens früher raus, mittlerweile. Hund oder Katze? Hund. Berge oder Meer? Meer. Auto oder Fahrrad? Schon Auto. Fahrrad wäre besser, aber Auto. Tofu oder Steak? Steak. Buch oder E-Book? Buch. Fernsehen oder Netflix? Fernsehen. Ja, ich bin jetzt erste stellvertretende Bürgermeisterin und bin dann für die repräsentativen Sachen zuständig, was sehr viel Spaß macht, weil man nah an den Bürgern dran ist und da auch sehr viel mitbekommt, was so in der Stadt los ist. Also ich bin jetzt Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss und im Jugendhilfeausschuss. Zudem bin ich noch persönliche Vertreterin im Integrationsrat. Ich möchte mich um die Finanzen kümmern, natürlich um die Jugend, weil das ist unsere Zukunft und auch um unsere ausländischen Mitbürger. Musik.